60, wir sind stark wie noch nie. Die Borussen werden wegputzt, da schaffen wir's noch. Jo! 60, ab den Sieg! Wir sind noch lange nicht abgestiegen, die werden uns okay erlernen. Sag doch ein bisschen Starterin, das heißt doch wieder Lodo. Ja, jetzt mandel dich nicht auf, wir gehen ja gleich. Jetzt schreit's doch nicht so. Sonst seid ihr ja noch heißer, bevor ihr ins Stadion kommt. Ole, ole, Super Löwen! Super Löwen! Ole, ole, Super Löwen! Sieg! Du Jürgen, ich hab die Sophie gefüttert, aber ich muss jetzt wirklich weg. Ich treffe mich um 4 Uhr mit einer Kommilitonin. Am Montag müssen wir unser Referat halten. Nimmst du das Geld gleich, oder? Ach, das reicht nächste Woche. Ja? Ja? Grüß dich, na Gott sei Dank. Ich dachte schon, es wird nichts mehr mit dem Einkaufen. Ich muss die Sophie mitbringen. Anna hat keine Zeit mehr. In einer halben Stunde bin ich da. Okay, tschüss. Wo bleiben denn die anderen? Wir wollten schon vor einer Viertelstunde weg. Lenz, wann fahren wir denn endlich? Ja, der Bus ist eh noch nicht da. Hey, Super Löwen! Ole, ole, Super Löwen! Willst du wirklich mit dem nach München fahren? Das habe ich mich auch schon gefragt. Warum fahrt ihr nicht gleich mit der S-Bahn? Da kommt ihr sicher in die Stadt. Wir könnten doch am Montag zusammen einkaufen gehen. Verlobungsringe? Könnte schon sein. Aber heute wollen die Lisa und dich allein einkaufen gehen. Ja, und dabei hat der Mann nichts verloren. Und da müsst ihr ja auch nicht unbedingt mit dem Lorenz fahren. Ich steig bloß ein, wenn ich fahren darf. Schau, der Sitz muss optimal durch den Sicherheitsgurt festgezurrt werden. Sonst fliegt du dir beim ersten Bremsen durch die Luft. Und beim älteren Auto muss man das immer wieder mal überprüfen. Also ich habe mit jeder Gebrauchsanweisung meine Probleme. Wir mussten es uns vom Verkäufer auch ein paar Mal erklären lassen. Das Auto und der Sitz müssen eben zusammenpassen. Ja, was ist denn? Jo. Die 5-Punkt-Systemsitze sollen die besten sein. Da kann ein Kind sogar drin schlafen. Du bist ja ein richtiger Experte. Wenn es mit meiner Psychologie nicht mal klappt, werde ich Kindersitzverkäufer. Zum letzten Mal. Wir fahren nur mit, wenn ich ans Steuer darf. In dem Zustand riskierst doch bloß deinen Führerschein. So schnell bin ich nicht blau. Und überhaupt? Deine Moral predigen kannst jetzt dein Bernd halten. Bei mir zirkt es nicht mehr. Bei dir hat eh noch nie was gezogen. Jetzt sei nicht so stur, sonst wird's noch später. Aber nach dem Spiel gehen wir ins Kino. Ja. Ausgemacht ist ausgemacht. Jetzt musst du deinen Bernd nicht auf den Nosen binden. Ja, das sehen wir dann schon. Jetzt steig drüben ein. Ich bin wenigstens noch nüchtern. Aber Autofahren kannst du nicht. Ja, immer noch besser als du. Wenn die fahrt, dann steig ich nicht ein. Ich finde das Stadion noch nie. Red keinen Quatsch, komm endlich. Geht's weiter, sonst kriegen wir keinen Parkplatz mehr. Das will ich sehen. Ein bisschen einen Einfluss auf den Lenz hat sie anscheinend doch immer noch. Ich muss ja auch zugeben. Trotzdem bin ich froh, dass die weg ist von dem. Mit dem wäre sie ja noch ganz abgerutscht. Super Löwen! Löwen! Ole, ole, Super Löwen! Ole, ole, Super Löwen! Blau-weiß, wie lieb ich dich! Du warst doch nur spielen vorbeikommen. Wenn du so weitermachst, muss der Lorenz doch noch ans Steuer. Jetzt hört's endlich zu Mosan auf! Weiß, das ist dein Lieder. Jedenfalls besser als du. Ich möchte meinen Führerschein behalten. Weiß ist ja der Himmel nur, ja Himmel nur. Woran lag es denn diesmal, dass du nicht weggekommen bist? Unsere Software für den neuen Kernspintomographen in Ohio hat einen Fehler. Und die riskieren keine Millionen Schadensersatz, wenn durch unseren Programmfehler in deren Uniklinik was schief geht. Also, wenn wir den Termin bis Dienstag nicht schaffen, kriegen die Inder den Anschlussauftrag. Die beherrschen ja inzwischen auch das Metier. Ihr habt sie auch bestens ausgebildet. Billiger sind sie auch. Ach, die kochen auch nur mit Wasser. Apropos Kochen. Wenn du morgen auch arbeiten musst, muss ich wohl fürs Essen sorgen. Wann kommst du denn nach Hause? Schwer zu sagen. Brauchen wir Windeln oder haben wir noch welche? Auf jeden Fall brauchen wir Waschpulver. Und was zu essen, ja. Oder wollen wir essen gehen? Können wir uns das leisten? Schließlich mache ich ja Überstunden. Super Löwe, ole, ole, Super Löwe. Wenn die weiter so dahin schleicht, dann holen wir die Verspätung nie auf. Super Löwen! Ole, ole, Super Löwen!
gerade was Erfreuliches in deiner Post? Fehlanzeige. Aber ich habe heute meine 31. Bewerbung getippt. Naja, Hauptsache ich behalte meinen sicheren Job. Obwohl, was ist heute schon sicher? Wie, gibt es Probleme? Naja, wenn die Amis auf Stur schalten, sind wir den Auftrag los. Ihr schafft das schon. Mensch, jetzt überhol endlich, sonst fährt uns der Sepp auch noch davon. Ey Gott, so kriegen wir nie einen Parkplatz. Gib endlich Gas! Gib Gas! Hey, lass es mal. Du kannst zu Hause genug mit ihr rumschmusen. Schnall dich lieber mal an. Ach, ich hab doch so wenig Zeit für sie. Und zu Hause muss ich noch mal die Software durchchecken. Wir wollen uns morgen in der Firma noch mal gemeinsam auf Fehlersuche machen. Informatik hat also doch etwas Mystisches. Das macht sie einem direkt sympathisch. Mach du dich nur lustig. Vorsicht! Ja, grüß dich, Türken, warum hältst denn du jetzt da? Wenn der Depp nicht Auto fahren kann, dann ist er selber schuld. Da ist nichts passiert am Schluss, oder soll ich jetzt selber ansteuern? Na, aber bei der nächsten Haltestelle steige ich aus und fahr doch mit der S-Bahn. Den Stress, den du mir da jetzt anmachst, den halt ich jetzt nicht aus. Halt! Halt! Bleib doch stehen! Halt! Auf jeden Fall. Wenn uns die Polizei was will, dann macht's hier die drei Haffen. Und ich auch. Wenn wir nicht wollen, müssen wir nichts sagen. Und wenn sie uns trotzdem draufkommen? Dann brauchen wir einen guten Anwalt. Aber ich bin blank, ich kann mir keinen leisten. Wer von euch braucht einen Anwalt? Na, der Lenz hat im Stadion einmal nicht geschmiert, weil er frech geworden ist. Der will ihn jetzt anzeigen, aber der Lenz hat ja kein Geld. Dass du auch gleich immer so hinlangen musst. Du musst halt beim Gericht anrufen. Ich glaube, da gibt's Anwälte umsonst. Aber außerdem habe ich das Gefühl, da ist irgendwas nicht koscher mit euch. Na du hörst doch bloß mal wieder die Flehhursten. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie, wir suchen einen Herrn Sauer. Ist der zufällig da? Sein Auto steht draußen vor der Tür. Ach, das ist aber schnell gegangen mit der Anzeige. Was für eine Anzeige? Da fragen Sie am besten den, der weiß besser Bescheid. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Wer von Ihnen ist jetzt der Herr Sauer? Ich? Was geht's denn? Ihr Fahrzeug wurde in einen Unfall verwickelt. Und so wie es ausschaut, ist der Fahrer anschließend geflüchtet. Wer behauptet denn so einen Stuss? Sie, da geht's um ein Strafverfahren, und zwar um Unfallflucht. Wer ist jetzt mit dem Auto gefahren? Ich leider. Du brauchst mir jetzt nicht in Schutz nehmen. Und ansonsten sagen wir jetzt überhaupt nichts. Das brauchen wir doch nicht, oder? Ich hab's ja schon gesagt, es geht um Unfallflucht, ein Strafverfahren. Vielleicht kommt eine fahrlässige Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung in Betracht. Richtig ist, Sie müssen zur Sache jetzt nichts aussagen, aber zur Person schon. Ja, und mein Freund ist leider ziemlich stark verletzt. Und ich leicht verletzt und ich habe halt meine Arbeitsstelle verloren. Und das Kind? Was ist das mit dem Kind? Das Kind ist Gott sei Dank ist nichts passiert. Ach, und wer war Halter des Fahrzeuges? Ihr Freund oder Sie? Nein, das bin ich. Ja, also der Wert wird jetzt so auf ungefähr, der Restwert auf ungefähr 10.000 Mark festgestellt. Mhm. Wir haben dann noch ein Sonderproblem, mein Freund und ich. Es war halt so, dass ich bisher gearbeitet habe. Ja. Und mein Freund unsere kleine Tochter versorgt hat und auch den Haushalt versorgt hat. Und ich hoffe auch, dass ich schnell wieder eine Arbeit bekomme. Ich weiß halt nicht, ob wir dann eine Haushaltsangestellte uns. Also es gibt die Möglichkeit, dass derjenige, der den Haushalt führt und verletzungsbedingt durch einen Verkehrsunfall ausfällt, den sogenannten Haushaltsführungsschaden geltend macht. Also ist es eine betriebsbedingte Kündigung, die ausgesprochen wurde? Und wie lange waren Sie bei der Firma beschäftigt? Oh, da war ich ungefähr 3 Jahre. Also die Kündigung ist, das Schreiben ist vom 13.3. Ja. Und bekommen habe ich es am 14.3. Und es ist zum 30.3., also zum Ende des Monats. Gut, also da müssen wir in jedem Fall dagegen vorgehen, denn diese Kündigungszeit ist zu kurz bemessen. Aufgrund
der schwerwiegenden Verletzungen, die Ihr Freund erlitten hat und insbesondere des Schadens durch die Kündigung und durch den verunfallten PKW, halte ich es auch für sinnvoll, dass wir eine Nebenklage machen. Sie sagten, er liegt jetzt immer noch im Krankenhaus. Ja. Ist absehbar, wann mit einer Heilung gerechnet werden kann? Das kann man noch gar nicht sagen. Mhm. Also er hat so schlimme Verletzungen, also er wird, ich glaube schon, dass er gehbehindert, in irgendeiner Form gehbehindert bleiben wird. Es ist da halt auch die Frage, ob er irgendwie Anspruch auf eine Rente bekommt. Er ist Psychologe, hat sein Studium abgeschlossen, aber er hat bisher nicht in dem Beruf gearbeitet. Aber er hat sich schon beworben. Hat ständig. Er irgendwelche finanziellen Unterstützungen gekriegt, Arbeitslosengeld? Sozialhilfe. Und dann haben Sie im Prinzip von Ihrem Einkommen gelebt, das wie hoch war monatlich? Ich habe knapp 7.000 Mark verdient, 6.950 brutto. Wie durch ein Wunder ist das Kind von Helga Schneider und Jürgen Petran unverletzt geblieben, weil es im Kindersitz optimal gesichert war, mit einem sogenannten Hosenträgergurt. Welcher Kindersitz für Ihr Kind und für Ihr Auto der beste ist, dafür haben wir kein Patentrezept. Aber Sie können unter folgender Adresse die Broschüre anfordern: Kindersichern im Auto, Adresse, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Leopoldstraße 20, 80802 München. Sie hat mir freundlicherweise die Anklageschrift schon zugefaxt und den Beschluss. Neben der Unfallflucht wird Ihnen auch noch vorgeworfen, dass Sie grob verkehrswidrig und rücksichtslos überholt haben. Also was, wie kann, wegen der Bestrafung meine ich? Also, sowohl komme ich der Vorwurf, ins Gefängnis, oder? Sie kommen sicherlich nicht ins Gefängnis, denn wie ich der Anklage entnehme, sind Sie bisher verkehrsrechtlich und auch sonst strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten. Nein. Also so wie sich die Geschichte jetzt darstellt, müssen Sie wohl nach menschlichem Ermessen mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Und zwar in der Hauptverhandlung. Nun sagten Sie vorhin, das ist noch ein Führerschein auf Probe. Das ist natürlich doppelt bitter, denn wenn ein solcher Unfall während dieser sogenannten Probezeit besteht, dann müssen Sie in jedem Falle einen Nachschulungskurs machen. Selbst wenn wir von dem Vorwurf des grob verkehrswidrigen, des rücksichtslosen Überholens wegkommen, wird, wie ich befürchte, die Unfallflucht bleiben. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, dies freiwillig zu tun und dies sofort in Angriff zu nehmen. Wenn hier beide in der Anklage enthaltenen Vorwürfe Bestand haben sollten und sich so in der Hauptverhandlung ergeben, dann besteht die Gefahr, dass hier eine Geldstrafe auch über 90 Tagessätze liegen könnte, wobei die Schallgrenze der 90 Tagessätze dafür von Bedeutung ist, weil jede Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen in kein Führungszeugnis aufgenommen wird. Ungefähr, wie kann das sein? 30 Tagessätze ist also der Monatsnettolohn. Ja. 1200 verdienen Sie, also müssen Sie mit einer Geldstrafe in der Größenordnung zwischen 2.500 und 3.500 Mark rechnen. Mhm. Tja, so schnell kann es gehen. Jetzt bin ich am Bewerbungen schreiben. Mein Arbeitslosengeld reicht auf Dauer wirklich nicht für uns drei. Du könntest den Job wenigstens machen, wenn du ihn bekommst. Ich kann nicht immer mehr das. Ach komm, Schatz. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Was gibt es, um danach zu hoffen? Willst du es nicht noch mal mit Laufen versuchen? Du hast doch gesagt, davon gehen die Schmerzen weg. Dafür werden sie anschließend schlimmer. Nicht, dass du meinst, ich will mich drücken. Wie kommst du denn da drauf? In meiner Situation wird man misstrauisch. Was habe ich dir denn noch zu bieten? Zufrieden? Ja. Und ohne Krücken, das ist doch was. Es
könnte mir was Besseres vorstellen, als dir dauernd auf der Tasche zu liegen. Ich habe dir nie einen Vorwurf gemacht. Früher, wenigstens hatte ich mal die Chance, Geld zu verdienen. Ich habe die Wohnung geschmissen, die Sophie übernommen. Ja, dafür habe ich doch jetzt Zeit. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie man sich als Mann fühlt, wenn man ein Pflegefall ist? Ich fall dir doch nur noch zur Last. Jürgen. Je mehr du dich aufgibst, desto schlimmer machst du es dir. Und wenn jetzt die Versicherung endlich zahlt, dann sieht vieles wieder rosiger aus. Aber nicht alles. Schau mal. Auch wenn du momentan gehandicapt bist, trotzdem liebe ich dich doch. Naja, vielleicht gefällt mir die Situation ja sogar. Jetzt kannst du mir wenigstens nicht mehr weglaufen. Aber du mir. Frau Wanner, ich habe zwischenzeitlich die Akten bekommen und durchgesehen. Für Sie ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass Sie Angaben zur Sache machen. Dass Sie sagen, durch dieses dauernde Drängen war ich derart erregt, dass ich dann überholt habe. Dann, meine ich, hat der Lenz gesagt, du kannst jetzt überholen. Ich habe mich darauf verlassen. Und wenn dann seitens des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft noch gefragt werden sollte, ja, Sie hatten es doch aber auch eilig, war es Ihnen nicht gar wurscht, was da passiert, dann sagen Sie, nein, überhaupt nicht. Dann kämen wir, hätten wir berechtigte Chance, von dem Vorwurf des rücksichtslosen Überholen vorbeizukommen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn bezüglich des Überholvorgangs, da gibt es keinen weiteren Zeugen. Da gibt es nur Sie und den Lenz. Dann kann das Gericht bei der Urteilsfindung nur davon ausgehen. Es kann Ihnen also das Gegenteil nicht nachgewiesen werden. Und nun die Situation nach dem Unfall. Da kann ich Ihnen nur den Rat geben, dass Sie sagen, bitte, ich muss wohl da in Panik gewesen sein, in Schock. Ich kann es mir selbst nicht richtig erklären. Es entspricht eigentlich nicht meiner Natur. Ich bin ja so froh, dass wenigstens dem Baby nichts passiert ist. Ja, das ist wohl wie durch ein Wunder völlig unverletzt geblieben. Was du mit dem Anwalt ausgemacht hast, ist mir wurscht. Aber wenn du mich hinhängst mit der Fahrerflucht, dann kläre ich den Bernd mal über dein Vorleben auf. Kann man nicht vorstellen, dass er dann noch so scharf ist auf dich. Du bist die längere Zeit verlobt gewesen. Das kannst du doch nicht machen. Mir meine ganze Zukunft versauen. Du kannst es doch wieder mit mir probieren. Dann nur für die Anschaffen gehen. Der Beziehung bist du ja nicht unbegabt. Wenn ich da an unsere Spielchen denke. Häuser, überleg das noch einmal. Kotzt mich an. Was meinst du, was der Bernd sagt, wenn ich den über dich aufkläre? Wie kann's bloß so gemein sein? Das hängt alles von dir ab, ob du im Gericht was sagst oder nicht. Max und die Lisa halten sich an die Abmachung. Das ist echt gemein, wie du mich unter Druck setzt. Mensch, Sissi. Einen Gefallen kannst du doch nur tun. Wir haben doch mal so über die Zeit miteinander gehabt, oder? Ach, da bist du. Da wollen welche Zahlen kommen. Also, überleg das gut. Was wollt ihr denn von dir? Ach, nix. Der wollte wieder mal seinen Macho raushängen lassen. Scheiß Kerl. Auch heute hilft uns wieder unser Versicherungsexperte Wolfgang Hertel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Herr Hertel, in diesem Fall ist es doch wohl ganz klar. Sissi Wanner ist ganz allein schuld an diesem Unfall. Sie hätte auf keinen Fall hier überholen dürfen. Das ist ganz klar. Die Sissi Wanner als die Fahrerin trägt die Verantwortung. Sie entscheidet, was sie tun darf und was sie nicht tun darf. Sie hätte hier nicht überholen dürfen. Das Überholen war grob fahrlässig. Sie hat zu wenig Sicht gehabt. Also haben die Verkehrsopfer ungekürzte Schadenersatzansprüche. Die Schadenersatzansprüche werden durch die Versicherung des Autos des Lorenz Sauer
bezahlt. Aber die beiden, Sissi Wanner und Lorenz Sauer, haben ein Problem. Sie kommen nicht ganz ungeschoren davon. Sie hätten nach dem Unfall an der Unfallstelle bleiben müssen. Wer sich von der Unfallstelle entfernt, begeht, wie die Versicherungsjuristen sagen, eine sogenannte Obliegenheitsverletzung. Und deswegen ist Ihnen gegenüber die Versicherung bis zu einem Betrag von 10.000 Mark leistungsfrei. Die Obliegenheitsverletzung ist vorsätzlich begangen und sie ist besonders schwerwiegend. Deswegen 10.000 Mark. Also jeder der beiden ist mit 10.000 Mark dabei. Das betrifft die Fahrerin, wie aber auch den Halter, wenn er mit dabei ist. Umgekehrt ist es ja bei Helga Schneiders Auto. Die sind ja nun ganz unschuldig an der Sache. Und durch das Ausweichmanöver ihres Freundes Jürgen Petran hat sich ja das Auto dreimal überschlagen. Und hat jetzt Totalschaden. Der Jürgen Petran ist völlig schuldlos. Was hätte er anders machen können? Eben. Es wäre sonst zu einem Frontalzusammenstoß gekommen mit weitaus schwereren Folgen. Er ist von der Fahrbahn runter und das war das Einzige, was er hat tun können. 5 Monate nach dem Unfall ist vor dem Verkehrsgericht eine Verhandlung anberaumt. Sissi Wanner ist angeklagt, durch grob verkehrswidriges Verhalten 2 fahrlässige Körperverletzungen verursacht zu haben. Außerdem wird ihr Fahrerflucht vorgeworfen. Lorenz Sauer sitzt wegen Beihilfe zur Fahrerflucht auf der Anklagebank. Frau Wanner, wie möchten Sie es halten? Wollen Sie sich zur Sache äußern? Nein, ich möchte mich nicht äußern. Mhm. Herr Sauer, Sie? Sie wollen sich aber zur Sache äußern? Ja. Gut. Die 23-jährige ledige Angeklagte verdient als Bedienung monatlich 1200 Mark bei freier Kost und Unterkunft. Fahrpraxis hat sie kaum. Lorenz Sauer ist 29 Jahre alt, ledig und Maurer von Beruf. Wegen Nötigung und Körperverletzung ist er einschlägig vorbestraft. Zum Unfallzeitpunkt war er arbeitslos. Zurzeit verdient er 2000 Mark netto. Vom Unfallhergang hat er angeblich nichts mitbekommen. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt einige Bier und Schnäpse hatte und ich habe mich gewundert, wie so gehalten wird. Wir waren erstens spät dran und habe sie gefragt, was da ist und so und gesagt, sie soll weiterfahren. Wie kommt es dann, dass Sie sagen, sie soll weiterfahren? Ja, die hat irgendwie was erzählt von... Was? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Sie sollten sich das gut überlegen, Herr Sauer. Wir haben keinen Anwalt. Ja. Deshalb meine ich, Ihnen gegenüber auch eine gewisse Fürsorgepflicht zu haben. Dann sage ich jetzt gar nichts mehr zu der Sache. Frau Vorsitzende, dann darf ich um eine kurze Unterbrechung der Hauptverhandlung bitten. Die Sitzung wird unterbrochen. Der Verteidiger möchte wissen, warum seine Mandantin keine Angaben zur Sache macht. Sissi Wanner hat persönliche Gründe, die sie nicht verrät. Die Verhandlung wird mit der Vernehmung des Zeugen Petran fortgesetzt. Ich weiß nur, es war eine lange Linkskurve und eine gute Sicht. Also ich habe einen grünen Kleinlaster gesehen. Der kam mir entgegen und plötzlich war eben dieser rote Kleinwagen vor mir. Der überholte diesen Kleinlaster und da habe ich halt sofort natürlich das Steuerrad rumgerissen. Und das war meine letzte Erinnerung. Würden Sie kurz Ihre Verletzungen schildern, Herr Petran? Ich habe eine sehr schwere Gehirnerschütterung gehabt. Dann Prellung natürlich überall und vor allem eine ganz schwierige Oberschenkel-Trümmerfraktur und dann auch noch ein Beckenringbruch. Also, naja, vor allem es wächst nicht zusammen. Also die endgültige Ausheilung ist noch nicht absehbar. Ne? Sie sind Diplompsychologe. Ich habe hier dem Akt entnommen, Sie waren damals ohne Anstellung. Genau, aber... Wie ist denn jetzt Ihre wirtschaftliche Situation? Also Sie arbeiten ja jetzt auch nicht zurzeit, oder? Nee. Der Zeuge Petran wird entlassen und nimmt nicht weiter an der Verhandlung teil. Nach ihm wird der Polizeibeamte Schauner gehört. Wer ist gefahren? Woraus hat sich das für Sie ergeben? Ich darf zu Ihrer Information Ihnen sagen, die Angeklagte Frau Wanner macht keine Angaben. Wir haben ja das Kennzeichen gehabt, wir haben einen Nachschlag bei der PR-Ding veranlasst, sind dann in die Gaststätte gekommen, haben das Auto
was gefahren sein soll, auch vor der Gaststätte gesehen. Und wir haben die dann gefragt, wer das Auto gefahren hat. Was war die Antwort? Spontan hat die Frau Wanner gesagt, dass sie gefahren ist. Und der Herr Sauer hat dann gleich eingewirkt, wir sagen jetzt nichts mehr, ist doch richtig, dass wir jetzt nichts mehr sagen dürfen. Wie war denn so der alkoholische Zustand der Anwesenden? Wir konnten also nichts dergleichen feststellen. Ja. Nun, ist Ihnen in dem Befinden von Wanner und Sauer noch etwas anderes aufgefallen? Irgendwas Auffälliges in der psychischen Verfassung oder Erregtheit, Schock? Also das kann man nicht sagen, dass da irgendwie nachgefragt worden ist, was jetzt da genau passiert ist. Sie haben schon gesagt, dass da ein gravierender Unfall, ein schwerer Unfall passiert ist. Dass ein Unfall passiert ist, bei dem jemand verletzt worden ist, ist richtig. Dafür habe ich Sie auch belehrt. Es ist uns keine Frage gestellt worden in irgendeiner Weise, was jetzt passiert ist, genau. Dann hat sehr spontan, wie Sie sagten, die Frau Wanner gesagt, ich bin gefahren. So kann man das sagen, ja. Aber von dem Herrn Sauer meinten Sie, er hätte alles fest im Griff. Ist es so zu verstehen, dass er ihr dann quasi den Mund verboten hat? Er hat sich sinngemäß so ausgedrückt, dass sie jetzt doch nicht sagen muss, weil das ihr gutes Recht ist. Danke, dann habe ich keine weiteren Fragen. Jawohl. Herr Czauner, ich danke Ihnen. Danke. Frau Schneider, jetzt möchte ich Sie vernehmen. Wissen Sie ein bisschen mehr als Herr Petran zum Zustandekommen des Unfalls? Also ich kann eigentlich nur sagen, dass ich vor uns zuerst diesen kleinen Laster gesehen habe und dann habe ich mich wieder meiner Tochter zugewandt und plötzlich schaue ich nach vorn und dann sehe ich vor uns direkt so einen roten PKW. Und dann haben wir uns gedreht in der Luft und dann sind wir auf den Acker gekommen und die Sophie hat ganz fürchterlich geschrien und ich dachte wirklich, das war's jetzt. Das Kind blieb glücklicherweise vollständig unverletzt. Sie selber haben welche Verletzungen erlitten? Ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung, ich hatte überall Prellungen und ich hatte ein Schleudertrauma. Das war nicht so viel, aber bei mir war es halt blöd, weil ich durch diese Krankheit meine Arbeitsstelle verloren habe. Sie haben ja jetzt wieder eine neue Arbeitsstelle ab 1.8. Mhm. Verdienen Sie da weniger als Sie vorher? Sie haben vorher ja sehr gut verdient. Also ich habe vorher ungefähr brutto 7.000 Mark verdient und jetzt verdiene ich halt nur brutto 6.200 Mark. Mhm. Also es sind ja nicht nur die äußerlichen Verhältnisse, die sich geändert haben. Also der Jürgen, mein Freund, es geht ihm psychisch immer schlechter, weil er sich nicht vollwertig fühlt. Er denkt, er ist nur eine Last. Und unser Kind weint ständig, weil vorher halt der Vater die Bezugsperson war und jetzt kann er überhaupt nichts mehr mit ihr machen. Und sie denkt jetzt, der Papa mag mich nicht mehr. Und also es ist wirklich ganz furchtbar geworden. Ja, das sind die indirekten Auswirkungen. Ja. Ja. Herr Feind, bitte in den Sitzungssaal. Herr Feind, Sie sind ein unbeteiligter Unfallzeuge. Was können Sie uns sagen zum Unfallhergang? 7.3.98, Ismaning, Fischerhäuser. Also ich fuhr an dem Tag nach Hause, also Richtung München. Und schon 10 Minuten vor dem Unfall etwa, oder nein, nicht 10 Minuten, 5 Minuten, merkte ich, dass 2 Autos hinter mir drängen. Mhm. Also die fuhren sehr dicht auf, ein roter und ein weißer PKW. Und die versuchten also immer wieder mich zu überholen. Aber die Situation war eben nicht so, dass sie überholen konnten. Sie scherten also wieder ein. Und plötzlich scherte der hintere der beiden, also der weiße, aus und überholte. Und dann ist plötzlich der Rote, der ja nun wohl dem anderen folgen wollte, auch zum Überholen ausgeschert. Und das war aber jetzt gerade in einer Situation, wo er wenig sehen konnte, also die Fahrerin. Ist das die Frau Wanner, die dort sitzt, gewesen? Beschwören könnte ich es nicht, aber ich würde sagen, das war sie. Und dann hat sie zum Überholen angesetzt und plötzlich sehe ich Gegenverkehr und konnte eigentlich nur noch abstoppen, aber gegenüber flog das Auto schon durch die Luft. Also ich war völlig entsetzt. Und als das andere Fahrzeug durch die Luft flog, war der Golf etwa auf Ihrer Höhe? Neben Ihnen? Der fuhr neben mir praktisch, ja. Und weiter bitte. Ja, ich stieg also aus und rannte natürlich zu dem Unfallfahrzeug und merkte also, da haben sie doch überlebt. Und dann holte ich mein Handy raus.
Ja. Und wollte die Polizei rufen und lief also auf dieses Fahrzeug zu. Das ist jetzt das Rote, der das Golf. Das Rote. Und als ich 5 Meter etwa hinter Ihnen war, fuhr das Auto los. Haben Sie einen Zeitbegriff dafür, wie lange wohl der Golf da gestanden hat, an der Unfallstelle? 40 Sekunden, würde ich sagen, hat es gedauert. Hatten Sie in dieser Situation erwartet, dass der PKW hinter Ihnen überholen würde? Eigentlich nicht, aber da die immer schon so drängelte, war ich auf alles fast gefasst. Gingen bei diesem Unfall auch irgendwelche Geräuschentwicklungen hervor? Erinnern Sie das, als sich dieser Passat überschlug? Das poltert, das scheppert ganz schön. Herr Hoffmann, bitte in den Sitzungssaal. Herr Hoffmann, es geht um den Unfall vom 7.3. dieses Jahres. Wie war denn das, als man dort im Gasthaus aufgebrochen ist? Wir haben vorher ein bisschen Bier getrunken, also richtig Bier getrunken. Was hat denn der Herr Sauer getrunken, soweit Sie es wissen? Das kann ich schwer einschätzen. Ich war selber ziemlich betrunken. 4, 5 Bier haben wir schon getrunken. Halbe oder was? Halbe. Was haben Sie von dem Unfall, den es da gegeben hat, mitbekommen? Ja, also ich muss leider sagen, dass ich bin ja auf der Rückbank gesessen, hinterm Herrn Sauer. Ja. Und habe mit der Lisa Müller eigentlich die ganze Fahrt geschmust. Gut, und zum eigentlichen Unfall, der sich ereignet hat, wissen Sie gar nichts? Nein. Es widerspricht einfach jeglicher Lebenserfahrung, dass man einen Unfall, wie er hier stattgefunden hat, dass man den in Ihrer Position nicht bemerkt. Wenn Sie hier nicht die Wahrheit sagen, und ich kann Ihnen das nachweisen, machen Sie sich strafbar und ich leite ein Verfahren gegen Sie ein. Nur, dass wir uns da ganz klar verstehen. Also haben Sie jetzt noch was zu sagen? Haben Sie einen Unfall bemerkt? Mit Sicherheit nicht. Mir soll es recht sein. Herr Hoffmann, ich entlasse Sie noch nicht. Ich möchte Sie noch da behalten. Gehen Sie raus bitte und warten Sie draußen. Die Frau Müller bitte. Frau Müller bitte in den Sitzungssaal. Die Beweisaufnahme wird mit der 23 Jahre alten Friseurin Lisa Müller fortgesetzt. Und unterwegs war nichts, was Ihnen in besonderem Maße auffiel? Ein Unfall, ein spektakuläres Ereignis? Nein. Sie haben nichts bemerkt. Sie saßen hinten? Ja. Neben Herrn Hoffmann? Ja. Dadurch abgelenkt? Sehr. Dann soll man am Abend noch mal wieder in demselben Gasthaus gewesen sein und da soll die Polizei aufgetaucht sein. Mhm, so war das auch, ja. Ja. Von was hat man da gesprochen? Und die haben dann halt gesagt, dass da auf der Strecke in der Zeit, wo wir auch unterwegs waren, immer Unfall gewesen ist und dass unser Auto da beteiligt gewesen sein soll und dass halt jemand verletzt wurde. Und Sie hatten gar nichts davon vorher mitgekriegt, gar nichts gewusst. Sie haben das erst... Reicht's jetzt, hört's endlich auf mit der Lügerei, ich konnte mir zuhören. Ja. Sag doch du endlich mal. Augenblick mal. Sie sind da Zuhörerin. Ich weiß, was war. Wenn Sie nicht mehr zuhören können, dann bitte gehen Sie raus. Sie sind Zuhörerin. Ich muss die Wahrheit sagen. Ich kann Ihnen die Wahrheit sagen, Frau Richterin. Ich bin die Wirtin von der Wirtschaft. Ah. Ich weiß, was los ist. Also Sie können hier zur Sachaufklärung beitragen? Natürlich. Aber dann bitte ich Sie jetzt erst mal rauszugehen. Gehen Sie bitte raus, aber warten Sie draußen. Ja. Ich werde Sie, Moment noch, Sekunde, wohl dann als Zeugin hören. Und da möchte ich jetzt nicht, dass Sie noch weiteres mitbekommen. Ne? Nicht fortgehen, bitte. Danke. Ja, Frau Müller, was war jetzt das? Eine Dame aus dem Publikum, die Ihnen vorwirft, dass da gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Die Balken. Es tut mir leid, Sissi. Ja, da hat sie auch nicht ganz Unrecht. Aha. Also, ich verstehe das jetzt so, dass Sie Gelegenheit nehmen, Ihre Zeugenaussage zu revidieren. Fangen Sie da an, wo es der Wahrheit entsprechend zur Sache gehört. Also es ging die ganze Fahrt halt schon so, dass der Herr Sauer und der Herr Hofmann die Sissi immer blöd angemacht haben. Sie soll schneller fahren, den kannst du jetzt überholen hier. Und dann hat sie halt dem Druck nachgegeben, den die zwei gemacht hatten und hat überholt. Wo haben Sie hingeschaut in diesem Augenblick, wo sich da etwas ereignet hat? Sissi hat mich gefragt, ob ich was sehen kann und wollte mich umdrehen, um nachzuschauen. Und dann ist der jetzt weitergefahren? Ja, schaut so aus. Ich bin vorhin endlich weiter, sonst können wir die Spur ganz vergessen. Lisa, kannst du was sehen? Ich kann so nichts sehen. Und dann weiß ich nur noch, dass wir wieder weitergefahren sind. Wenn der Depp nicht Auto fahren kann, dann ist er selber schuld. Da ist nichts passiert am Schluss, oder soll ich jetzt selber ansteuern? Na!
Aber bei der nächsten Haltestelle steige ich aus und fahre doch mit der S-Bahn. Den Stress, den du mir da jetzt anmachst, den halte ich jetzt nicht aus. Halt! Halt! Bleib doch stehen! Halt! Sie haben sich da nicht Sorgen gemacht, sich vielleicht doch noch drum zu kümmern, was da geschehen ist. Hat Sie das nicht mehr beschäftigt? Wir haben es weggeschwiegen. Weggeschwiegen? Und jetzt kommt die Polizei. Mhm. Die Polizei geht wieder. Man weiß inzwischen jetzt definitiv, da war der Unfall. Und was ist jetzt zwischen Ihnen Vieren besprochen worden? Wie der Lenz hat gesagt, wir sollen die drei Affen machen. Aha. Nichts gehört, nichts gesehen. Wirklich so? Ihr macht es ja. Die drei Affen? Mhm. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, mir platzt nur gleich der Kragen. Ja, ich kann das verstehen. Ein wirklich verheerender Unfall. Und man macht aus irgendwelchen Freundschaftserwägungen, beschließt man dann, zu sagen, gut, wir haben nichts gesehen, wir haben mit der Sache nichts zu tun, vorbei. Der Lenz hat der Sissi angedroht, dass er sie bei ihrem Freund anschwärzt. Wie anschwärzt? Das hat jetzt hier nichts verloren. Tut mir leid, nein, das ist eine private Sache zwischen der Sissi nein, und Lenz. Womit hätte er sie unter Druck setzen können? Ja, sie hat früher was mit dem Lenz gehabt. Ja. Und sie ist schon eine Weile mit dem Bernd zusammen. Und sie wollten heiraten, der Bernd und die Sissi. Und der Bernd weiß nicht, dass sie mit dem Lenz zusammen war. Und das wollte der Lenz ihm stecken? Ja. Und der Lenz ist der Herr Sauer? Ja. Nach Lisa Müller wird die Wirtin vom Forsthof in den Zeugenstand gerufen. Darf ich vorausschicken, dass Sie die beiden Herrschaften relativ gut kennen? Stammgäste? Ja. Sissi ist meine Angestellte, die ist bedient bei mir seit 5 Jahren und ist für mich auch irgendwie so wie eine Tochter. Und der Lorenz ist Stammgast bei mir und war ja mit Sissi befreundet und dadurch kenne ich ihn halt auch näher. Also Sie wissen, dass es hier im Kernstück um eine Unfallbeteiligung geht am 7.3. Ja, es war so, dass Sie vorher in der Wirtschaft gesessen haben und es war recht eine fröhliche Stimmung. Aber es ist sehr wenig getrunken worden, weil sie sonst nämlich gar nicht ins Stadion reinkommen. Das wissen die und deshalb trinken die auch wenig. Mhm. Also 1 bis 2 Bier. Schnaps wurde überhaupt nicht getrunken. Dann wissen Sie über den weiteren Ablauf zunächst nichts. Jetzt kommen die gegen Abend wieder zurück ins Gasthaus. Ja, in der Zwischenzeit war ein Gast bei mir, der von dem Unfall im Radio gehört hatte. Sie waren überhaupt in keiner guten Stimmung. Sag mal, wie kannst du bloß so blöd sein und Adolfer nach dem Unfall fragen? Weil ich so ein mulmiges Gefühl gehabt habe. Ihren Namen hat sie ja nicht mehr sagen können. Da habe ich schon rechtzeitig auf die Tasten gedruckt. Sag mir, habt ihr da was mitgekriegt? Ihr wart so zu der Zeit Richtung München unterwegs. Was sollen wir mitgekriegt haben? Weil da hat es doch einen Unfall gegeben. Ein Auto hat sich überschlagen. 2 Erwachsene und ein Kind. Weil es ein Verrückter falsch überholt hat. Also doch. Habt ihr damit was zu tun? Aber davon haben wir doch gar nichts mitbekommen. Sissi, sag du, ob da was gewesen ist. Wir waren im Stadion. Und wenn einer sein Fahrzeug beherrscht, dann weicht er eben rechtzeitig aus, ganz einfach. Fahr doch du erst einmal besser, dann kannst du aufmanteln. Nun, Sissi kenne ich ja am besten. Sie hat mir auch eigentlich an dem Abend noch die Wahrheit erzählt. Ist Ihnen irgendetwas davon bekannt, dass man und womit man Sie so sehr unter Druck gesetzt hat? Sie war ja früher mit ihm befreundet und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie von ihm unter Druck gesetzt wird. Konkretes weiß ich überhaupt nicht. Der Zeuge Hoffmann wird erneut vernommen. Ihm wird vorgehalten, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Falls er weiter lüge, drohe ihm ein Strafverfahren wegen Falschaussage. Falls Sie nicht vereidigt werden, ist die Mindeststrafe 3 Monate Freiheitsstrafe. Und falls Sie hier vereidigt werden, und damit müssen Sie rechnen. Dann ist es ein Meineid mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr Freiheitsstrafe. Überlegen Sie sich, ob Sie dafür einer von 3 Affen sein wollen. Also ich muss vielleicht jetzt gleich am Anfang dann revidieren, also ich war nicht so betrunken, ich habe das leider alles ein bisschen mitbekommen. Der Lenz hat halt, das ist sie immer wieder ein bisschen Druck gemacht und um auf die Situation zu kommen, wo wir dann angehalten haben, das war bestimmt keine böse Absicht, dass wir die im Feld liegen lassen wollten oder so. Also ich konnte nur für mich sprechen, ich habe verdrängt, was da war und ich habe... Haben Sie zum Zwecke des Verdrängens den Kopf von der Frau Müller gepackt, nach unten gedrückt, damit sie nur ja nicht sehen kann? Ja, das ist richtig. Ja. Was ist denn vorne auf den Vordersitzen gesprochen worden? Der Lenz hat Sissi angeschrien, sie soll bitte weiterfahren. Ja, dann ist die Sissi dann nach einem kleinen Moment weitergefahren. Hätten Sie an Ihrer Stelle in der Situation überholt? Nein. Wieso nicht? Ja, weil es gefährlich war. Wieso war das gefährlich? Weil man nichts sieht. Der Zeuge Hoffmann wird entlassen. Der Staatsanwalt erweitert die Anklage gegen Lorenz Sauer. Nach den bisherigen Zeugenaussagen gehe ich davon aus, dass sein Verhalten zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann, dass er deshalb Unfallbeteiligter ist und deshalb hier selbst Täter
nach § 142 StGB, also unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, sein kann. Herr Sauer, jetzt muss ich noch ein weiteres tun, Sie nämlich darüber belehren, dass Sie nach dieser geänderten Rechtslage die Möglichkeit haben zu sagen, das ist mir nicht verständlich, ich will einen Anwalt einschalten, ich beantrage ein Aussetzen der Hauptverhandlung. Die Sitzung wird unterbrochen. Sissi Wanners Verteidiger möchte wissen, womit Lorenz Sauer sie erpresst. Was um alles in der Welt, Frau Wanner, kann es geben, dass der Lenz Sie so sehr in der Hand hat? Ja, also in der Zeit, wo ich mit dem Lenz zusammen war, da haben wir mit einem Videogerät, mit einer Videokamera, haben wir Aufnahmen gemacht, wie wir halt miteinander schlafen. Ich und der Bernd haben ja vor zu heiraten und der Lenz hat gesagt, wenn ich da jetzt nicht das Maul halte, dann zeigt er ihm diese ganzen Videos und dann macht er einen Vorführabend im Forsthof. Im Forsthof, das heißt also in der Gaststätte? Ja, und dem Bernd das halt zeigt. Ich kann Ihnen also nur nochmals dringend empfehlen, den Unfallhergang, so wie mit Ihnen auch in der Kanzlei besprochen, offen und ehrlich zu schildern. Sie wollen sicherlich auch nicht, dass es hier jetzt im Detail vor Gericht erklärt wird, was der eigentliche Grund ist. Ich denke, dass die Richterin es auch so verstehen wird. Gut, ja. Herr Sauer, was haben Sie sich jetzt überlegt? Können wir heute weiterverhandeln? Wir können weiterverhandeln. Ich verzichte auf den Anwalt. Jawohl, Herr Sauer. Also, wir sind aus der Wirtschaft raus. Es war schon ein bisschen die Zeit knapp. Es ist auch richtig, dass ich Sie mehrmals bedrängt habe, zu überholen. Ich habe es wohl mitgekriegt, dass das Auto auf uns zugekommen ist. Und ich habe sie dann auch, ich habe sie ziemlich insistiert, sie soll weiterfahren. Und sie ist dann weitergefahren. Ich habe in dem Moment, wo jetzt die Verhandlung lief, eben die Situation des Herrn Petran und seiner Lebensgefährtin und vor allen Dingen des Kindes, das geschrien hat, ist mir auch nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich bin froh, dass wenigstens irgendwie mit Tod oder dass jemand dabei ums Leben gekommen ist, nichts passiert ist. Sie werden alles Mögliche tun, die Schadensregulierung zu fördern? Was wird das, ja. Sie sind der Halter des Fahrzeugs, ne? Ist es denn auch richtig, wie die Frau Frey hier sagte, dass Sie im Nachhinein und vor der Verhandlung die Frau Wanner unter Druck gesetzt haben? Ja, es ist richtig. Dankeschön. Auch die Angeklagte ist jetzt zu einem Geständnis bereit. Also ich habe dem Lenz gesagt, ich fahre nur mit, wenn ich ans Steuer darf, weil er was getrunken hat. Und die haben halt gesagt, ich soll schneller fahren, ich soll überholen. Und ich habe am Anfang habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht. Und dann waren wir vor diesem Kleinlaster. Und dann hat er nochmal gesagt, so, aber jetzt überholst. Und wenn er das sagt, dachte ich mir, ja, dann ist bestimmt frei und dann habe ich überholt. Dass er rechts also vorbeigeschaut hätte an dem Laster, das dachten Sie? Ja, ja? Und dann war plötzlich dieses Auto vor mir. Abstand ungefähr? Also, es war ganz dicht. Und dann bin ich rechts reingefahren vor ein Kleinlaster und ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas passiert ist. Und dann irgendwie haben sie irgendwie weitergebrüllt und gesagt, jetzt fahr. Und ich bin dem wieder nachgegangen. Also ich habe einfach immer gemacht, was die gesagt haben. Warum? Ja, also zum einen hatte ich Angst vorm Lenz. Und zum anderen kann ich es mir einfach auch nicht erklären. Ich hoffe wirklich, dass mir sowas nie wieder passieren wird. Also eine Erklärung jetzt nochmal. Sie haben gesagt, kurz vor dem Überholmanöver hat der Herr Sauer nochmal zu Ihnen gesagt, aber jetzt überholst. Was hat Sie denn jetzt wirklich in diesem Moment dazu gebracht, zu überholen? Wie kann man in dieser Situation überholen? Ich glaube, weil ich einfach gedacht habe, dann gibt er endlich eine Ruhe. Und es wird schon nichts passieren? Es wird schon nichts passieren. Dann kommen wir zur Erstattung des Sachverständigengutachtens. Das Ganze war im Bereich einer Rechtskurve. Der Überholbeginn
von dem VW Golf, der lässt sich etwa in einer Größenordnung von etwa 110 bis 120 Meter vor dieser Kurve einschränken. Das bedeutet also, dass zu dem Zeitpunkt, als die Angeklagte sich entschlossen hat, nach links zu fahren, die Sicht äußerst stark beschränkt war. Man sieht also hier, dass nur an und für sich nur 50% der überschaubaren Wegstrecke vorhanden waren. Der Überholvorgang, und das ist nun sehr interessant, der muss also sehr vehement abgeschlossen worden sein. Also da wäre bereits der Rückschluss möglich, dass auch die Pkw-Fahrerin, die Frau Wannam, das entgegenkommende Fahrzeug schon hat sehen können. Sie ist dann weitergefahren und während der Bremsphase sind die beiden Fahrzeuge sich begegnet. Der Pkw VW Passat war natürlich schon von der Fahrbahn heruntergefahren, aber die Angeklagte hat noch dieses Fahrzeug schnell vorbeifahren sehen, nicht mehr den Überschlag dann selber. Danke, Herr Sachverständiger, ich habe keine Fragen. Dann schließe ich die Beweisaufnahme und Herr Staatsanwalt, ich bitte Sie um Ihre Ausführungen. Von den beiden Angeklagten, die hier anwesend sind, war der Angeklagte Sauer die treibende Kraft in dem Pkw. Es ist allerdings trotzdem so, Fahrerin war nun mal die Angeklagte Wanner. Es ging um das schnellere eigene Fortkommen. Sie wollte ihre Ruhe, sie wollte, dass diese Nörgeleien aufhören. Bedenken, dass hier anderen Verkehrsteilnehmern etwas passieren könnte, genau über die hat sie sich eben hinweggesetzt. Und dies ist rücksichtslos. Wie ist der Angeklagte Sauer zu bestrafen? Nach welcher Vorschrift? Ist er nur Beihelfer oder ist er selbst Täter? Unfallbeteiligter ist jeder, dessen Verhalten zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann. Und durch sein Verhalten vor dem Unfall war es ganz klar, er ist Unfallbeteiligter und ist daher Täter des Paragraphen 142 StGB des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Staatsanwalt beantragt, Sissi Wanner wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 70 Mark, das sind 8.400 Mark, zu verurteilen und außerdem zu 16 Monaten Führerscheinentzug. Weil er bereits einschlägig vorbestraft ist, soll Lorenz Sauer wegen Unfallflucht zu 4 Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung und zu 10 Monaten Führerscheinentzug verurteilt werden. Als Bewährungsauflage soll er 5.000 Mark Buße zahlen. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Frau Nebenklägervertreterin. Dieser Unfall hat ganz schwerwiegende Folgen für meine Mandantschaft gehabt. Meine Mandantin, Frau Schneider, hat erheblich finanzielle Einbußen erleiden müssen durch diesen Unfall. Durch den Unfall hat sie diese Arbeitsstelle verloren, hat zum Glück jetzt wieder eine neue Arbeit, aber mit wesentlich weniger monatlichem Einkommen. Zudem ist der Pkw, dessen Halterin sie war, durch den Unfall erheblich beschädigt worden. Es ist ein Totalschaden eingetreten in einem Wert von 10.000 Mark. Wir haben es hier eindrücklich gesehen. Der Zeuge Petran ist sehr schwer verletzt worden durch den Unfall, den die Angeklagten verursacht haben. Die familiäre Situation ist gravierend gestört und das aufgrund des Verhaltens der beiden Angeklagten. Es ist ein sehr spätes Geständnis, was hier abgelegt worden ist. Und dieses auch nur, weil durch die Zeugenaussagen sie schon lange überführt waren. Dieses Geständnis kann nicht strafmildernd berücksichtigt werden. Die Vertreterin der Nebenklage fordert eine höhere Geldstrafe für die Angeklagte als beantragt und für den Angeklagten 6 Monate auf Bewährung. Ansonsten schließe ich mich den Anträgen der Staatsanwaltschaft an. Vielen Dank. Danke sehr. Herr Verteidiger. Der Verteidiger bestreitet, dass sich seine Mandantin beim Überholen rücksichtslos im Sinne des Paragraphen 315c verhalten habe. Sie hat die Situation verkannt. Sie war durch das dauernde Drängen in Erregung. Sie war quasi gestresst. Sie hat schlicht und einfach die Augen vor dem, was sich da abgespielt hat, verschlossen. Sie ist nicht vorbestraft und ich meine, dass hier eine Geldstrafe nicht nur ausreichend ist, sondern dass die Geldstrafe unter 90 Tagessätzen liegen sollte, um hier durch dieses Fehlverhalten nicht zu einem Eintrag zu führen, der dann in jedem Führungszeugnis erscheint. Die Angeklagte hat von sich aus hier an einer verkehrspsychologischen Schulung teilgenommen. Sie hat die entsprechende Bestätigung dem Gericht vorgelegt. Aus diesem Grunde meine ich, dass hier und heute im Hinblick darauf, dass sie
vor 2 Monaten bereits ihre Fahrerlaubnis, ihren Führerschein abgegeben hat, hier eine Sperrfrist von maximal noch 6 Monaten verhängt werden sollte. Herr Sauer, Sie können jetzt selbst noch alles vorbringen, was Sie zu Ihrer Verteidigung noch zu sagen haben. Und Sie haben insbesondere das letzte Wort. Es tut mir wirklich leid für die Familie Petran und vor allen Dingen für die Leute, die ich damit reingezogen habe. Möchten Sie noch was sagen oder schließen Sie sich ganz schlicht Ihrem Verteidiger an? Dass es mir leid tut. Ganz aufrichtig leid tut. Das war's. Dankeschön. Herr Hertel, das ist ja nun eine sehr verzwickte, sehr komplizierte Situation. Das sind 2 junge Leute, nicht verheiratet. Sie ist berufstätig, er dafür nicht, aber er hilft im gemeinsamen Haushalt und betreut auch das Kind. Und nun kommt der Unfall dazwischen und alles ändert sich schlagartig. Fangen wir an mit der Helga Schneider. Der gehört ja das Auto. Das ist Totalschaden, muss ersetzt werden. Mietwagenkosten eventuell für die Zeit, bis das neue Auto da ist, Unkosten, die sonst noch anfallen. Der Personenschaden, sie war verletzt, dafür kriegt sie Schmerzensgeld und den Verdienstausfall für die Dauer der Zeit, bis sie wieder gesund ist. Aber nur eben wegen der Unfallverletzungen. Sie bekommt keinen Verdienstausfall für die Zeit danach, wenn sie gekündigt war. Und sie bekommt auch dann später, wenn sie wieder in Arbeit kommt und weniger verdient, auch diesen Minderverdienst nicht ersetzt. Nicht mehr. Das hat alles mit dem Unfall nichts zu tun. Und dann haben wir den Jürgen Petran. Ja. Der ist sehr, sehr schwer verletzt. Das sind natürlich die Heilbehandlungskosten in erster Linie und das Schmerzensgeld. Und dann der wichtige Posten, Ausfall im Haushalt. Normalerweise fällt die Hausfrau aus. Ja. Hier haben wir einen Hausmann. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, wir haben keine eheliche Lebensgemeinschaft, sondern eine nicht-eheliche Partnerschaft. Und die Frage stellt sich, ob auch in einer solchen nicht-ehelichen Partnerschaft der Ausfall des Hausmannes schadenersatzrechtlich berücksichtigt werden muss. Mhm. Es gibt da keine obergerichtliche feste Rechtsprechung, aber es gibt viele Gründe dafür, in einer festgefügten Partnerschaft die gleichen Grundsätze anzuwenden. Das ist eine festgefügte Partnerschaft, eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Kind, sonst alles genau wie in einer Ehe geregelt. Also kann der Jürgen Petran für den Ausfall im Haushalt Schadenersatz verlangen. Und jetzt kommt es darauf an, wie wird dieser Ausfall wettgemacht. Ja. Wenn man eine Oma hat oder Verwandte hat oder nette Nachbarn hat oder Familienhilfe in Anspruch nehmen kann, dann braucht man keine Ersatzkraft einzustellen und dann wird einfach der Wert der tatsächlichen Arbeitsleistung berechnet und ersetzt. Und der Jürgen Petran kann mit dem Geld machen, was er machen muss. Er kann die Nachbarschaftshilfe bezahlen oder auch sonst. Wenn aber solche Hilfskräfte nicht zur Verfügung stehen, dann muss wirklich eine Ersatzkraft eingestellt werden. Dann wird der Jürgen Petran wirklicher Arbeitgeber. Mhm. Und dann muss der Wert der Arbeit ersetzt werden und alle sonstigen Kosten dazu. Das können also die Lohnnebenkosten sein, Steuer zum Beispiel oder auch die Sozialversicherungsbeiträge. Mhm. Es wird eben darauf ankommen, wie sich die Dinge entwickeln. Und man muss noch eines sehen. Sie können den Schadenersatzanspruch geltend machen für die Zeit, wo die Helga Schneider arbeitsunfähig krank ist wegen der Unfallfolgen. Nicht aber später, wenn die gekündigt ist und gesund ist und arbeitslos ist. Denn dann steht sie dem Haushalt zur Verfügung und dann macht sie die Hausarbeit. Später wieder, wenn sie wieder in Arbeit kommt, dann entsteht dieser Schadenersatzanspruch wieder. Und dann muss er so lange bezahlt werden, wie die Dinge halt unverändert bleiben. Es kann sich immer wieder ändern, zum Beispiel dann, wenn der Jürgen Petran Arbeit bekommt und dann eben, weil er arbeiten muss, dem Haushalt nicht mehr zur Verfügung steht, dann stehen sie genauso da wie jedes andere Ehepaar auch in einer Doppelverdiener-Ehe. Dann sind sie eben beide weg und müssen aus dem Einkommen die Haushaltshilfe vielleicht oder die Kinderbetreuung bezahlen. Also man wird heute nicht sagen können, wie das auf Dauer sein wird. Man muss immer erst warten,
welche Zeit man betrachtet und dann die Umstände auch würdigen, die dann bestehen. Das betrifft natürlich dieses Warten auch den Jürgen Petran und seine Verletzungen. Denn man kann das ja noch nicht absehen. Es können ja Folgeschäden sein, die endlos sind. Das können erhebliche Dauerschäden bleiben. Es muss aber nicht so sein. Es ist ein erheblicher Schmerzensgeldanspruch schon entstanden, vielleicht Größenordnung 80.000 Mark. Aber er sollte sich auch da nicht abfinden lassen, sondern erst mal mit Vorschüssen arbeiten oder einen immateriellen Vorbehalt machen, weil man auch wirklich hier nicht sagen kann, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln. Okay. Die sind ja anwaltschaftlich beraten, das ist auch vernünftig so. Und sie werden schon das Richtige machen. Und im Übrigen, die Anwaltskosten bezahlt die Versicherung auch. Also da entsteht ihnen kein Schaden. Kein Schaden. Danke Ihnen, Herr Hertel. Und wir erwarten jetzt das Urteil. Die Angeklagte Elisabeth Wanner wird zur Gesamtgeldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 70 D-Mark verurteilt. Die Fahrerlaubnis wird ihr entzogen, der Führerschein wird eingezogen. Die Verwaltungsbehörde darf der Angeklagten vor Ablauf von 13 Monaten keine neue Fahrerlaubnis erteilen. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen. Ferner trägt sie die notwendigen Auslagen der Nebenkläger. Der Angeklagte Lorenz Sauer wird zur Freiheitsstrafe von 4 Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Bei der Strafe für Lorenz Sauer folgt die Richterin dem Antrag des Staatsanwalts. Warum sie für die Angeklagte die Anzahl der Tagessätze auf 110 abgemildert und ihre Führerscheinsperre auf 13 Monate begrenzt hat, begründet die Richterin so. Frau Wanner hat gesagt, und das meine ich ist ein ganz entscheidender Punkt hier, er gleich Sauer, ihr Beifahrer, habe gesagt, aber jetzt überholst. Und sie habe gedacht, dass er geguckt hat, dass frei ist. Und deshalb habe sie schließlich das Überholen gewagt. Das hat sie nun mal angegeben. Und ich meine, dass man das Gegenteil dieser ihrer Annahme nicht widerlegen kann. Ich bin aber weiter der Meinung, dass dann auch eine Rücksichtslosigkeit im Sinne des 315c eben gerade nicht nachweisbar ist. Also meine ich, dass wegen des Unfalles nur in Anführungsstrichen, eine Verurteilung wegen der beiden durch sie schuldhaft verursachten Körperverletzungen erfolgen kann. Gut, dann ist die Sache beendet. Ich schließe die Hauptverhandlung.